Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir brauchen nur noch 5 Spieler. Es ist noch nicht mal Sonntag. Krass, wie wir doch das alles. Ich glaube aber einfach, es war mir einfach alles bisher ziemlich scheißegal angeboten. Weil ich wusste, ob ich die jetzt am Sonntag spiele, wo ich vielleicht eh fast keine Zeit haben werde. Und die dann mitten in der Nacht spiele. Oder ob ich die jetzt mit kaputten Hals spiele, weil der Hals ja am Sonntag immer noch kaputt ist. Ist eigentlich egal. Ich kann jetzt auch einfach runterzocken. Und versuche halt so viel wie möglich zu gewinnen. Habe ich jetzt schon 11 Siege? Ich glaube, ne? Damit sind wir ja zumindest schon mal Gold 3, das ist cool. Nochmal 2 Siege wäre geil, um halt nicht schlechter als das Minimum bisher zu sein. Also Gold 3, Gold 2. Ja, ziemlich gutes Team. Ich habe eigentlich gehofft, nachdem ich verloren habe, kriege ich wieder mal ein schlechteres. Aber gut, er kann natürlich schlecht spielen. Wir hatten jetzt auch in der Weekend League, weil wir nicht so gut gespielt haben, auch viele Teams, wo die Teams an sich eher schwach waren, aber der Gegner halt gut gespielt hat. Was stellt er denn da um? Lacazette, Martial, Fekir, Tolisso, Rooney, Kanté. Vielleicht Rooney, ja, wobei ich denke, Rooney kann man auch gut auf der 10 spielen. Mal schauen. Okay. Ich muss sagen, die Trikots von ihm gefallen mir nicht so mit den braunen Hosen. Was ist denn das von Firmino? Ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Da haben wir aber den Torhüter auf dem kompletten falschen Fuß erwischt, würde ich sagen. Ich dachte jetzt, scheiß drauf, schießt da einfach mal. Wow, wie geil. Das ist auf jeden Fall der geilste Distanzschuss seit Ewigkeiten. Ja, damit hat Firmino natürlich jetzt erstmal alles richtig gemacht. Krass, krass, krass. Oh, solche Tore kotzen einen so an, wenn man weiß, die passieren so selten. Und dann frisst man so ein Ding, ey. Ist das geil. Gern noch so ein. Schade. Mané war zwar noch dran, aber konnten da nicht mehr kontrollieren. So, jetzt bitte noch ein zweites Tor machen, damit ich hier meine Ruhe habe. Schade. Abgefälscht. Muss ich vielleicht auch wieder direkt schießen? Aus Kane. Oh, verdammt. Ich glaube, ich bin einen Tick zu spät gesprungen. Hat, glaube ich, einen Tick zu spät auf Schießen gedrückt. Mist, das hat zu lange gedauert. Gefälscht.
Schade, dass dann Firmino genau in dem Moment sich wegbewegt, als ich ihn kurz anspielen will. Boah, ich merke gerade, wie ich ziemlich müde wäre. Also ich glaube, ich wäre sogar in dem, nach dem Spiel hier nicht noch ein Spiel machen in der Aufnahme. Deswegen hoffe ich mal, dass ich es gewinne. Sehr gut gemacht von Reed. Das ist ein sehr interessanter Rückpass, der so mit Sicherheit nicht geplant war. Boah, ich wäre gerade richtig müde. Mir zieht es total die Augen zu. Also nicht müde im Sinne von ich penne ein, sondern müde im Sinne von meine Augen sind so schwer. Das ist vielleicht besser gesagt. Meine Augen sind einfach super schwer. Schön, dass ich nicht gesehen habe, wo der aufkommt dabei. Wir waren zuletzt dran. Geil. Geiler Ball. Oh Mist, ich brauche ganz, ganz dringend das zweite Tor. Warum steht denn hier niemand? Guckt euch das mal an, wie sich keiner anbietet. Richtig geil. Wie gemacht von Schaden. Scheiße, wieder hängen geblieben in der Situation, wo ich denke, boah, wenn der Ball jetzt zu Kane durchgeht, können wir richtig geil draufbolzen. Da war bitte keiner mehr dran. Oh, danke. Braucht das zweite Tor, verdammt. Geil, wie er einfach überläuft. Hatte schon auf Schießen gedrückt, hat mal wieder nicht geklappt. Ja, warum nicht nochmal probieren? Ich meine, hat er schon einmal geklappt und da war gar nicht schlechter Schuss. So, Kane, bitte. Dass der sogar aufs Tor ging, Volley aus der Drehung von Smalling, ist krass. Dass er ihn ja noch einfach festhält, ist auch irgendwie interessant. Also, da muss doch mal ein Ball bei mir bleiben. Also.
Aber lucky. Ich komme wieder nicht zum Schuss. Ich drehe durch. Wieso denn nicht? Ja, wieder rein. Oh, das war krass gehalten auf jeden Fall. Soll er natürlich nicht dahin gehen, der Ball, aber ist normal. Dann hat er denn Wardi geholt. Hat er den schon immer gehabt? Nee, hat er nicht, glaube ich. Muss er eingewechselt haben. Gar nicht gemerkt. Ja, Spielerwechsel gedrückt. Da war dumm der Pass. Schön gemacht von Smalling. Schöner Pass auf Mané. Wäre auch wieder rein. Nice. Also ein paar schöne Viertelchancen, sage ich mal, haben wir da. Ein paar geile Schüsse rausgehauen, aber haben jetzt leider nicht zum gewünschten Erfolg bisher geführt. Aber das kommt einem sofort, wenn man den Gegner total unter Druck setzen würde. Wir setzen ihn, glaube ich, auch unter Druck. Weil so eine Halbzeit muss er nochmal reingehen und dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Hat er Glück, dass er einen schlechten Pass spielt. Das sind aber auch schwache Pässe von ihm. Abseits. Was? Ist kein Abseits? Ach du Scheiße, ich hab's gar nicht richtig zu Ende gespielt. Oh, ich darf das nicht machen, verdammt nochmal. Ich habe halt, ich wäre logischerweise sonst noch viel näher ans Tor rangegangen. Und hätte ihn dann erst reingelegt. Ich war noch viel zu weit weg vom Torhüter. Zum Glück war das so perfekt. Ich dachte echt, es wäre Abseits. Aber nice, dann machen wir halt das Tor mit in der Nähe. Ja, das ist natürlich der Deckel, gerade in der 81. Und ich werde danach keine Aufnahme machen, also kein weiteres Video machen. Wie viel haben wir noch? Dann 4 Spiele. Das heißt, die letzten 4 Spiele werde ich dann irgendwie Sonntag spielen. Dafür werde ich schon Zeit finden für 4 Spiele. Ja, im Regelfall 2 Aufnahmen. Schade. Gut gehalten von Loris. War schon durch, das hatte ich auch nicht gerechnet, deswegen die Schusstäuschung.
Schade. Doppelschade. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gewonnen, gewonnen. Oh, ich bin echt kaputt ohne Ende. Anstrengend. Sie machen jetzt auch keine weitere Folge rein. Wir haben gewonnen, sehr schön. Tore, Firmino und Mané. Und was für ein Tor von Firmino. Was für eins. Eieiei. Vorlage Kane und Gueye. Also Kane macht schon wieder einen Scorerpunkt. Ja, wenn Kane so weiterspielt, müssen wir ihn wohl doch drin lassen statt Benteke. Wobei, 4 Tore in einem Spiel, das macht er so schnell nicht wieder, glaube ich. Da müssen wir ihn weiter beobachten. Aber wir brauchen erstmal nur noch einen Sieg aus 4 Spielen. Das schaffen wir hoffentlich, um zumindestens nicht ein schlechteres Ergebnis zu erzielen, als wir bisher schon mal hatten. Dann haben wir wenigstens Gold 2. Und falls wir 14 Siege schaffen, dann sorgen wir sogar dafür, dass wir in der letzten Woche, am letzten Wochenende dieses Monats auch noch 14 Siege brauchen. Was einem normalen Wochenende, wenn alles normal läuft, nicht viel ist. Oder sagen wir mal so, viel ist es schon, aber machbar ist. Und dann sind wir Elite im Monat. Das wäre natürlich geil. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Ist mir verletzt? Nein. Tschüss.